Ja, guten Tag, liebe Bürgerinnen und Bürger, alles was sonst so rumfleucht. Hier bin ich, der Gesundheitsminister. Wie jeden Montag kriegen Sie von mir die neuesten Tipps. Wir haben das jetzt mal so festgelegt. Sie müssen jetzt nicht irgendwie Angst kriegen, dass es nicht reichen tut. Also das ist ja so, also mit der Pandemie, die wir in den Griff kriegen müssen, das werden wir schaffen. Wir haben jetzt mal die Virusstämme und den Namen für die Viren bis 2025 festgelegt. Ne? Also wir haben das auch aufgeteilt in die Altersgruppen, also das ist wichtig, also das für die Kinder und für die Heranwachsenden, jeder seine eigene Virusstamm hat, ne? Das ist so. Ne? Also passen Sie auf, das ist so, das haben wir in Harvard gelernt, das haben wir Statistik. Und die Statistik, das bauen wir jetzt um den Namen. Und für die Kleinkinder, da heißt der Virus in Zukunft, haben wir vier verschiedene Möglichkeiten jeweils ausgedeutet. Also das ist der Tinky Winky, der Dipsy, der Lala und der Po. Ne? Für die 12- bis 16-Jährigen, der Virusstämme, die heißen dann Pokémon, Pikachu, Lucario und Bisasam. Ne? Das ist von diesem Spielzeug, was die Kinder immer so machen. Aber für junge Erwachsene haben wir ganz wichtig, haben wir den Megatron. Das ist nämlich der Opa von Omikron. Ne? Dann haben wir Platte in der Familie. Ne? Dann der Optimus Prime, der Bumblebee und der Bonecrusher. Das sind wichtige Virenstämme dann. Ja, und für die Erwachsenen ab 40, ganz wichtig, damit wir auch ein bisschen damit umgehen können, der Mariakron, dann der Thanos, der Ultron und der Thor. Und die ganz Alten, also die ganz Alten, so ab 90 aufwärts, die Virusstämme nennt man Johannes Hesters, Brigitte Mira und Lisbeth Winzer. Also meine Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger, ich wünsche Ihnen was. Ne? Das war's für diese Woche und ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Euer Karl.